Im Spätsommer diesen Jahres lohnt es sich besonders zu warten, bis die Sonne untergegangen ist. Denn mit etwas Glück könnt ihr unter den tausenden funkelnden Sternen am Nachthimmel einen der schönsten Planeten des Sonnensystems erspähen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, durch ein Teleskop zu blicken, dann wird dieser Planet seine volle Schönheit entfalten. Die Rede ist natürlich von dem Gasriesen Saturn. Heute werde ich versuchen, den Saturn zu fotografieren. Das Problem dabei ist, dass der Saturn von der Erde aus nur als kleiner Punkt am Nachthimmel sichtbar ist. Wird es mir mit meinem Teleskop gelingen, den Saturn stark genug zu vergrößern, um Details wie die einzelnen Ringe sichtbar zu machen? Genau dies werden wir heute herausfinden. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Astrofotografie, zu einem weiteren Video. Heute gibt es den ersten Astrovlog mit meinem neuen Teleskop, das SkyWatcher Explorer 150P. Das First Light dieses Teleskops habe ich euch ja bereits gezeigt, und zwar in meinem Unboxing-Video. Aber heute werden wir kein Deep Space-Objekt fotografieren, sondern ein Objekt in unserem eigenen Sonnensystem. Nämlich geht es um den Saturn. Ich habe den Saturn schon einmal fotografiert, mit meinem Zenith Star 61, damals von meinem Balkon aus, mit einer Dreifach-Barlow-Linse. Das Zenith Star 61 hat allerdings nicht viel Brennweite, 360 mm, mit der Barlow bin ich damals auf 1080 mm gekommen. Heute habe ich nicht nur 750 mm Brennweite zur Verfügung, sondern auch eine Fünffach-Barlow-Linse. Eine Barlow-Linse vergrößert die Brennweite um den genannten Faktor. Das bedeutet, wenn ihr eine Dreifach-Barlow-Linse besitzt und diese mit einem Teleskop kombiniert, welches eine Brennweite von 1000 mm hat, dann kommt dieses Teleskop mit der Barlow-Linse auf eine Brennweite von 3000 mm. Der Haken an der ganzen Sache ist allerdings, dass ihr auch das Öffnungsverhältnis multiplizieren müsst. Das bedeutet, wenn euer Teleskop ein Öffnungsverhältnis von F5 besitzt und ihr eine Dreifach-Barlow-Linse verwendet, dann wird aus F5 F15. Und dies bedeutet wiederum, dass deutlich weniger Licht euren Sensor erreichen wird. Für Deep Sky Astrofotografie sind Barlow-Linsen also ein absolutes No-Go. Da die meisten Planeten im Vergleich zu Deep Sky Objekten aber extrem hell sind, eignen sich Barlow-Linsen für die Planetenfotografie hervorragend. Mit dieser 5-fach-Barlow-Linse von Explore Scientific komme ich auf eine Brennweite von insgesamt 3750 mm. Das ist natürlich ein enormer Unterschied zu den 1080 mm, die ich damals mit meinem Zenith Star 61 verwendet habe. Allerdings kommt es bei Planetenfotografie nicht nur auf die Brennweite an. Denn wenn man eine gute Auflösung des Objekts erreichen möchte, ist die Öffnung des Teleskops mindestens genauso wichtig. Wie der Name schon sagt, hat das Zenith Star 61 eine Öffnung von 61 mm. Das SkyWatcher 150P hat eine Öffnung von 150 mm. Somit sollte sich zumindest in der Theorie eine deutlich bessere Auflösung erreichen lassen. Und mein Ziel für heute ist es, das Foto, das ich damals mit dem Zenith Star 61 gemacht habe, deutlich zu übertreffen.
Schließlich verschwand die wärmende Sonne hinter dem Horizont. Und während dies passierte, stieg auf der gegenüberliegenden Seite der fast volle Mond empor. Das Gute ist, das Mondlicht kann uns heute nicht viel anhaben, denn bei Planetenfotografie ist das Mondlicht bei weitem nicht so schlimm wie bei Deep Space Fotografie. Ha, wer lacht jetzt zuletzt, du Riesenscheinwerfer? Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist das Gras hier echt trocken. Allgemein hier in der ganzen Gegend sind die Felder total verbrannt und ausgetrocknet. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das als Hobbyastronom mal sagen würde. Aber es wird echt Zeit, dass es mal regnet. Also hier seht ihr jetzt, wie das eigentlich aussieht. Das hier ist die Barlow-Linse, das ist meine AC533 MC Pro. Hier ist so eine kleine Verlängerung, die übrigens echt kacke ist, weil die Barlow-Linse da drin rumwackelt. Und ich habe jetzt extra das Teleskop durch die Barlow-Linse kollimiert mit dem Laser. Also erst die Barlow-Linse quasi draufgesteckt, dann den Laser draufgesteckt und dann kollimiert. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen passt. Sonst muss ich mal gucken, dass ich hier eine andere Verlängerung bekomme. Ohne diese Verlängerung kann ich den Fokus nicht erreichen. Also der Okularauszug fährt nicht weit genug aus, dass ich den Fokus noch erreichen kann mit der Barlow-Linse drauf. Deswegen brauche ich die Verlängerung. Ich habe mich dazu entschieden, mit der 533 zu fotografieren. Ich habe ja eine Planetenkamera, die AC120 MCS. Mit der habe ich letztes Mal fotografiert. Ich möchte aber mal versuchen, ob das mit der hier vielleicht sogar besser wird, mit der 533 MC. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Tests oder so gelesen zur Planetenfotografie, welche da jetzt besser ist. Ich weiß nur, dass diese hier definitiv ein besseres Rauschverhalten hat. Ob die allerdings jetzt so eine gute Bildrate hat, wie die AC120 MCS, das weiß ich nicht, weil die AC120 MCS kann 60 FPS, also 60 Bilder pro Sekunde erreichen, bei voller Auflösung, soweit ich weiß. Ob das die kann, keine Ahnung. Das werden wir nachher sehen. Solange noch ein klein wenig Licht von der längst untergegangenen Sonne vorhanden war, fokussierte ich das Teleskop mit der Barlow-Linse schon mal grob am weit entfernten Wald. Also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe jetzt hier nur noch ein Gegengewicht dran, weil ich, wenn ich beide Gegengewichte dran hatte, kein Gleichgewicht mehr erreichen konnte in der RA-Achse. Und zwar konnte ich die beiden Gewichte einfach nicht mehr weit genug nach oben schieben. Die waren schon komplett im Anschlag und diese Seite war immer noch schwerer. Deswegen musste ich tatsächlich ein Gewicht entfernen und habe jetzt nur noch ein Gewicht ziemlich weit unten dran. Wenn ich meinen Flattener dran habe und die Kamera nicht so weit hier unten sitzt, dann brauche ich tatsächlich beide Gewichte. Das habt ihr vielleicht im letzten Video, im Unboxing-Video gesehen. Da waren die Gewichte hier ziemlich weit oben, aber es waren beide Gewichte dran. Das Teleskop ist jetzt übrigens grob fokussiert. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich mit der Barlow-Linse die Einordnung vornehmen kann und allgemein auch Blade-Solves durchführen kann. Ich hoffe wirklich, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich die Barlow-Linse halt wieder abbauen, die Kamera ranbauen. Erstmal mit der Kamera den Saturn quasi anfahren. Dann die Barlow-Linse wieder reinbauen und hoffen, dass der Saturn noch in der Bildmitte sitzt. Aber drückt mir die Daumen, dass es mit der Barlow funktioniert, einen Plate-Solve durchzuführen und auch den Saturn zu finden nachher. Nach dem Einschalten meiner Ausrüstung stellte sich jedoch schnell heraus, dass das Plate-Solve mit einer 5-fach-Barlow-Linse nicht funktionieren würde. Eine Brennweite von 3750 mm und die daraus resultierende enorme Vergrößerung ist für das ASRR schlichtweg zu viel. Dies bedeutet wiederum, dass ich die Einordnung und das Anfahren des Saturn ohne die 5-fach-Barlow-Linse vornehmen muss. Plate-Solve failed. Also es hat nicht funktioniert. Das heißt, mit einer 5-fach-Barlow-Linse leider nicht möglich. So, dann wollen wir mal. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Barlow-Linse abzumontieren und die Kamera ohne Barlow-Linse zu befestigen, damit ich die Einordnung vornehmen konnte. Doch kurz bevor ich anfing, das Teleskop einzunorden, passierte etwas Unglaubliches. Oh wow. Habt ihr das gesehen?
Gerade als ich den Knopf gedrückt habe, ist eine Sternschnuppe runtergekommen. Und es ist noch nicht mal ganz dunkel. Gerade als ich auf den Knopf zum Aufnehmen gedrückt habe. Wahnsinn. Hoffentlich passiert das noch öfter heute Abend. Okay, also wir haben gute Neuigkeiten. Ich habe es geschafft, die Kamera zu fokussieren ohne die Barlow-Linse. Und wir können jetzt die Montierung einordnen. Innerhalb von 2 Sekunden war der Plate-Solve fertig. Jetzt wird die Montierung geschwenkt. Und das Einordnen kann beginnen. Zwei Minuten und 3 Sekunden. Neuer Rekord. Will ja nicht angeben, aber ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Nun, da die Montierung eingenordet ist, ist es endlich an der Zeit, den Saturn anzufahren. Mit der nativen Brennweite von 750 mm sieht der Saturn noch ziemlich winzig aus. Die hellen Punkte neben Saturn sind übrigens keine Sterne, sondern ein paar der 82 Monde des Gasriesen. Nach dem Verbauen der 5-fach-Barlow sah ich dann das. Zunächst dachte ich, ich hätte den Saturn verloren. Doch dann fand ich heraus, dass der Saturn lediglich sehr weit außerhalb des Fokus war. Und mit Hilfe des Autofokussierers, den ich in diesem Fall übrigens manuell betätigte, wurde der Saturn im Bild immer schärfer. Okay, also ich habe den Saturn jetzt in der Bildmitte so ungefähr. Ich muss ihn jetzt noch ganz genau fokussieren und dann können wir anfangen mit Fotografieren. Wobei ich vielleicht noch ein bisschen warte, bis der Saturn höher steht, weil er steht jetzt momentan noch sehr niedrig. Ich hoffe, ihr könnt den sehen im Video, ich weiß es gar nicht genau. Er steht jetzt links vom Mond, ungefähr auf gleicher Höhe, ein bisschen höher schon als der Mond. Und der steigt aber noch deutlich höher. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, ihn richtig scharf zu stellen. Also das Seeing ist momentan noch echt schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Das Seeing ist echt nicht gut. Ich versuche mal ein bisschen rein zu zoomen. Ich gehe mal auf 720p. Geht das noch? Ah ja. Der Gain ist auch momentan echt hoch. Ich bin jetzt bei Gain 508. Das ist halt echt übel. Anders als bei der Deep Sky Astrofotografie nimmt man bei der Planetenfotografie Videos anstatt Einzelbilder auf. Denn ein Video ist nichts anderes als sehr viele, sehr kurze Belichtungen hintereinander. Und das ist von Vorteil, um das Seeing auszutricksen. Das sogenannte Seeing beschreibt übrigens die Luftunruhe, die durch Turbulenzen in der Erdatmosphäre ausgelöst wird. Das Seeing hängt stark von den Wetterverhältnissen ab und kann sich jederzeit und sehr schnell ändern. Wenn ihr zum Beispiel nachts zum Himmel schaut und ihr seht, dass die Sterne funkeln, dann liegt das nicht daran, dass die Sterne selbst funkeln, sondern das liegt daran, dass das Licht der Sterne durch die Luftunruhe in der Erdatmosphäre verzerrt wird. Und genau deshalb wird bei der Planetenfotografie ein hoher Gain bzw. ein hoher ISO-Wert und dafür aber sehr kurze Belichtungszeiten pro Einzelframe bevorzugt. Denn so kann man die Luftunruhe für kurze Zeit einfrieren. Okay, also ich habe jetzt spaßeshalber schon mal ein Video gemacht. Und ich möchte euch mal eine Funktion zeigen, die das ASIR kann. Und zwar kam das mit einem Update. Das ASIR kann nämlich Videos stacken von Planeten oder vom Mond auch zum Beispiel. Wir haben jetzt hier das Video, was ich aufgenommen habe. Wenn ich das jetzt abspiele, seht ihr, das sieht ganz okay aus. Der Saturn ist ein bisschen unscharf, liegt halt an der Atmosphäre. Ich mache jetzt nochmal Stopp. Kann man da Stopp machen? Hallo? Also wenn das Video läuft, kann man irgendwie nichts drücken. Auch interessant. Wusste ich auch nicht, dass das so ist. Jetzt hat es gestoppt. Wir gehen nochmal drauf. So, links unten seht ihr Stack. Da drückt ihr jetzt mal drauf.
Dann könnt ihr auswählen zwischen Solar und Lunar Surface und Planet. Also Solar und Lunar Surface ist entweder die Sonne oder der Mond und Planet natürlich Saturn, Jupiter und so weiter. Also drücken wir auf Planet. Und jetzt fängt es an, die Frames zu stacken. Das dauert jetzt eine ganze Weile, aber es ist ziemlich beeindruckend, dass so ein kleines Gerät hier die Videos überhaupt stacken kann, weil normalerweise braucht man ja schon einen relativ starken Rechner dafür. Das Bild wird natürlich nicht so gut, wie wenn man es am PC stackt und bearbeitet. Das ist auch ganz klar, das habe ich auch schon mal getestet. Das wird einfach nicht ganz so scharf und ganz so detailreich. Aber dass das kleine ASRR das überhaupt kann, finde ich echt beeindruckend. Man kann quasi schon auf dem Feld die Videos stacken und sehen, wie es geworden ist. Zumindest schon mal grob sehen, wie es geworden ist. Und ich bin jetzt echt gespannt, was hier rauskommt. Außerdem kann es sein, dass heute im Laufe der Nacht viele Sternschnuppen zu sehen sind, denn im Moment findet der Perseiden-Meteoritenschauer statt. Der ist jedes Jahr im Sommer. Dieses Mal ist leider der Vollmond im Weg, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man ein paar helle Sternschnuppen sehen kann. Und ich hoffe, dass ich ein paar in meinen Videos auffangen kann. Ich hoffe, dass der Saturn nachher noch im Bild ist. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber ich will es jetzt nicht abbrechen. Es ist gleich fertig. Wird der auch nicht zu warm? Nee, der ist schön kühl. Auch nicht schlecht. Ein Riesenflugzeug ist wieder drüber geflogen über unsere Köpfe. 2000 Jahre später. 99. Und? Ah. Okay, das sieht aber schon mal gar nicht übel aus. Natürlich ein bisschen unscharf. Das schärfen wir mal noch ein bisschen. Geh nicht zu stark, sonst kommt das Rauschen auch raus. Aber es sieht nicht übel aus, ey. Sieht echt nicht übel aus. Am PC kann man da natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Also man sieht ein bisschen Rauschen drin, klar. Ich meine, der Gain ist echt hoch, aber wow. Man kann jetzt schon die einzelnen Ringe sehen. Bin echt mal gespannt, was ich da am PC rausholen kann. Weil das sieht echt nicht schlecht aus. Wow. So, ich werde es noch warten, bis er ein bisschen höher steht. Werde noch ein paar Videos machen. Und hoffe, dass ich noch ein gutes Ergebnis erzielen kann. Für die Sternschnuppe hat man gesehen. Okay, also ich habe jetzt noch mal ein paar Videos von Saturn aufgenommen und es läuft echt gut. Also mittlerweile wird das Seeing auch ein bisschen besser. Es ist immer noch nicht optimal. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass der Tag sehr heiß war und der Boden hier ziemlich aufgeheizt ist und deswegen ist die Luftunruhe echt nicht gut. Ich werde natürlich trotzdem noch ein paar Videos aufnehmen. Vielleicht erwische ich ja einen kleinen Moment, in dem die Luft nicht ganz so unruhig ist. Und ich hoffe, dass ich mein Bild mit dem Zenith Star übertreffen kann. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich. Also die Videos sehen echt nicht schlecht aus. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Rechts über dem Baum geht Jupiter auf. Das ist momentan der hellste Punkt, mal abgesehen vom Mond am Himmel. Und vielleicht schwenke ich nachher mal noch kurz auf Jupiter. Aber Jupiter ist erst im September der Erde am nächsten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst im September den Jupiter ablichten. Denn da ist er natürlich dann am hellsten und am größten am Himmel zu sehen. Also es gibt mittlerweile ab und zu kurze Momente, in denen das Seeing, also die Luftunruhe, deutlich besser wird. Ich habe jetzt schon mehrere Videos gemacht und eines davon finde ich echt super. Also da war das Seeing wirklich richtig gut und das stacke ich jetzt mal gerade.
Und ich bin mal gespannt, was da dabei rauskommt. Seltsame Geräusche hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber hier schreien die ganze Zeit irgendwelche Tiere. So, noch 3%. Dann ist das Video gestackt. Bin mal gespannt. 2%. So, jetzt bekommen wir das Bild. Wow, das sieht schon deutlich besser aus als vorher, obwohl es noch nicht mal geschärft ist. Machen wir die Schärfe ein bisschen höher. Guckt euch das an. Unglaublich. Unglaublich. Was man hier jetzt im Vergleich zu vorher für Details sieht schon. Also man sieht, die Luftunruhe macht echt mega viel aus. Boah, ich kann es kaum noch erwarten, das Bild auf meinem PC zu bearbeiten. Also Wahnsinn. Wenn das auf dem ASIR schon so genial aussieht, dann bin ich echt mal gespannt, was ich hier am PC rausbekomme. Wahnsinn. Echt absoluter Wahnsinn. Das Bild, ich würde behaupten, dass das Bild jetzt schon besser aussieht, als das, was ich mit dem CineStar damals gemacht habe. Absoluter Wahnsinn, Leute. Bis 3 Uhr morgens war ich draußen auf dem Feld und wartete geduldig, bis die Atmosphäre unseres Heimatplaneten endlich ruhiger wurde. Doch das Warten hat sich definitiv gelohnt, denn wenn man das Video, das ich zu Anfangs aufgenommen habe, mit dem Video, das ich früh morgens erstellt hatte, vergleicht, dann sieht man einen deutlichen Unterschied und das Video, das später aufgenommen wurde, zeigt viel mehr Details im Saturn. Man kann sogar schon die Cassini-Division, also die Spalte zwischen den Ringen, deutlich erkennen. Und aus diesem Video konnte ich zu Hause ein Bild des Saturn erstellen, das nicht nur meine Erwartungen deutlich übertraf, sondern auch mein Ziel, das Bild vom Saturn, das ich damals mit dem CineStar 61 aufgenommen hatte, deutlich zu übertreffen, mit Leichtigkeit erfüllt. Und zum Schluss wieder ein astronomisches Dankeschön an all meine wundervollen Patreons und YouTube-Kanalmitglieder. Wenn ihr diesen Kanal und die damit zusammenhängende Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, denn dort findet ihr Links zu meinem Patreon-Account. Oder ihr werdet einfach Kanalmitglied auf YouTube. Es warten tolle Bonusinhalte auf euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne einen Kommentar, falls ihr noch irgendwelche Anliegen oder Fragen zum Video habt. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal und viele klare Nächte. Euer Patrick.